So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück. Ja, bei einem neuen Spiel. Nier Automata. Und zwar habe ich mal vor. Das Spiel ist eigentlich sehr schön. Und ich würde es gerne mal let's playen. Beziehungsweise erstmal anteasern. Und ob wir das Spiel dann komplett durchspielen oder nicht, liegt dann immer so ein bisschen an euch. Das bedeutet sozusagen, ihr entscheidet mit natürlich. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das Spiel so empfinden. Und ja, einfach mal schauen. So, das ist doch schon mal vom Mikrofon her wesentlich besser. So. So, wir sehen jetzt hier ungefähr unsere Truppen. Ich habe die Sprachausgabe auf Japanisch gewählt. Original ist halt besser, ne? Als Englisch. Wir müssen den Feind der Goliath-Klasse zerstören und... Oh je, wir werden angegriffen. Wir sind die Tubi, spielen wir in diesem Run. Das Spiel spielt man auf mehrere Weisen durch. Aus verschiedenen... wir können uns jetzt frei bewegen. Aus verschiedenen Versionen oder beziehungsweise aus verschiedenen... Ja, aus verschiedenen Dingsbums. Perspektiven. So. Wir haben jetzt den Befehl. Das sind halt Soldaten und ohne Befehl gehen die halt nicht mal scheißen. Bitte Freigabe zum Angriff. Freigabe erteilt. Und jetzt können wir schießen. Dürfen uns verteidigen. 7E Unterstützungseinheit, glaube ich, ist. Nee, ich weiß gar nicht, was die ganzen Buchstaben bedeuten. Muss ich ganz ehrlich gestehen. B bedeutet Battle-Modus. Also Battlebot. Kampfeinheit. Jo, was bedeutet eigentlich. Ich will mal was gucken. Wenn ich da hingucke, müsste ich eigentlich die Kamera transformieren können. Nee, falsch. Ja, das sieht doch so schon viel besser aus. Gut, ja. Das mit dem Licht kann ich aktuell nicht ändern. Muss ich das so machen? Ein bisschen größer. Ja, das sieht doch ganz gut. Das kann man so lassen, ja. Und... Jo. Im Endeffekt ist es so, mehrere Feinde und umzingeln, Lufteinheiten erbitten, freie Bewegung. Das bedeutet, wir können uns jetzt besser bewegen. Und ja, das sieht dann so schon mal viel besser aus. Es gibt verschiedene Modelle. Das ist jetzt nur das Tutorial, so ein bisschen. Es gibt manchmal so einen Flugmodus, manchmal... Ist aber nicht das Hauptgameplay. Deswegen ist es noch relativ einfach, obwohl wir es auch normal gespielt haben. Oh je, jetzt sind wir die einzigen aus unserem Trupp, die noch leben. 4B, vierter Battlebot wurde zerstört.
Hat der Roboter High Heels an? Das würde mich bei der Dame nicht wundern. Operator an 2B, Sie müssen mit Einheit 9, Sie müssen sich mit Einheit 9S Supporter-Einheit treffen. So, jetzt haben wir den Modus gewechselt. Ah, gefällt mir eigentlich ziemlich geil. Dürfen natürlich nirgends anstoßen, sonst verlieren wir ganz gut Energie. Es wird aber auch nicht einfach. So, jetzt haben wir hier so ein typisches... Ich weiß nicht, es sind viele klassische Elemente von diesen Shootern, ne? Das ist gar nicht schlecht. Neue Stufe, Stufe 2, super. Fähigkeiten erlernen wir nicht, sondern wir kriegen pro Level kriegen wir Fähigkeitsplätze. Und diese Fähigkeitsplätze müssen wir dementsprechend mit Fähigkeitschips aussetzen. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Aber nur den einen Run mit der 2B. Wenn du das einmal durchgespielt hast, spielst du das zweite Mal auch nochmal durch mit 9S. Und der denkt so über manche Sachen ganz anders da. Ich hab doch... Irgendwie gefällt mir das nicht, dass du so schlecht reagiert. Weil mit Y kannst du so ein... Dieser schwere... Der benutzt... Irgendwie gefällt mir das in dem Sinn nicht. Der ist mir zu langsam mit der... Na, wenigstens ist es nicht wie bei Super Mario. Oh, okay. Das sind wir. Gut. Nein! Na komm schon. Irgendwie kriegen wir das. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass mir die... dass mir das alles so ein bisschen langwierig erscheint. Bildgrafikvoreinstellung hoch. Machen wir mal Mittel. Vielleicht liegt es da dran. Ich weiß es echt nicht. Sieht immer noch saugeil aus, aber ruckelt irgendwie. Irgendwie noch, alles noch ein bisschen noch nicht perfekt. Kann aber auch sein, dass er die Textur neu geladen hat. Der zieht so ein bisschen automatisch für uns. Jo, den haben wir ordentlich. Den haben wir ordentlich verpasst. Mir gefällt das Kleid von der. Jawoll. Achso, ist eine Videosequenz, okay. Feinde vernichtet. Jo. Ich muss gucken, wenn das mit der Performance weiterhin so schlecht ist. Wir können hier rennen.
Ja, okay. Ich bin mit der Steuerung einfach noch nicht ganz kommen. Okay. Irgendwie ist das alles noch nicht ganz optimal. Oh, der hat mir ordentlich eingegeben. Wir nehmen ab und an eine gewisse Weise automatisch Heilungen. Aber wir haben auch nicht unendlich viele davon. Ich kriege jetzt ein Update. Das bedeutet, wir können jetzt gleich hier so einen schönen Laser abfeuern. Muss aber erst noch laden. Jo, der hat jetzt ordentlich Damage bekommen. Den Pod können wir übrigens auch noch upgraden. Alter, diese Gegner hier. Also die richtigen Gegner, nicht diese kleinen. Sondern die großen waren halt, sind halt richtig nice. Sorgen Sie dafür, dass er beim nächsten Mal tot ist. Das war gefährlich, Ma'am. Das ist der 9S. Ist so ein bisschen lustig, dass die alle so Augenbinden tragen. Ich heiße 9S, ich bin zur Unterstützung hier. Okay. Also, ist diese große alte Kriegssäge etwa der Goliath? Nein, nur ein weiteres Abwehrsystem. Oh, naja, ich schätze, dann müssen wir das Ziel wohl suchen. Jo, ich habe eine Flugeinheit, also werde ich mich etwas umsehen. In Ordnung, ich arbeite mich vom Boden aus vor. Okay, wir müssen Goliath suchen. Oh, Entschuldigung. Wir können auch hier rennen, wie man sieht. Haben sie bei der Dame schön. Ja, ja. Wollen wir mal nicht den Perversling hier rausspielen. Die Schwerter gefallen mir, der Kampfstil gefällt mir, aber was mir am besten gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht die Dame, sondern die Songs. Also die der Hintergrundsound, da haben sie sich auch echt viel Mühe gegeben. Achso, ich muss da hoch, okay. Was mir auch wirklich gefällt, ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen träge reagiert. Sag mal. Muss ich da rüber springen? Ach so, hier, ja. Also entweder kommt mir das nur so vor, weil ich habe so das Gefühl, dass das ein bisschen slow reagiert. Aber ich habe das Spiel auch im Fenstermodus, weil es irgendwie mit der Aufnahme... OBS hat irgendwie Probleme damit, das Spiel als Spiel zu erkennen. Ist aber alles noch nicht so perfekt optimiert. Also diese leuchtenden Kugeln können wir alle so ein bisschen abwehren. Gibt's hier noch irgendwas? Das ist alles, glaube ich, so Geldzeug, was wir uns so ein bisschen erarbeiten können. Und ja. Naja, ich gucke einfach mal, ob das an OBS liegt, warum das Spiel so ein bisschen langsam reagiert und ob es vielleicht besser ist, wenn ich das mit Shadowplay aufnehme. Aber dann bei Shadowplay wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, eine... Dingsbums, eine Facecam aufzunehmen. Deswegen einfach mal gucken. Aber bis jetzt geht's noch, also jetzt nicht so...
Also hier geht's richtig ab hier. Wir spielen sozusagen, von der Story her ist es halt so, wir sind Androiden, humanoide Androiden, und wir spielen auf der Erde. Die Erde wurde von Aliens angegriffen und die Menschheit wurde vertrieben. So. Die Menschheit lebt weiterhin auf dem Mond. Irgendwie so ein bisschen halbwegs zusammengepfercht. Und ja, die schicken ab und zu mal diese Androiden los, um zu gucken, was abgeht. Die Aliens sind schon eigentlich ausgestorben auf dem Planeten und haben so eine Art Maschinennetzwerk hinterlassen, so Roboter, die eigentlich mit den Aliens nicht mehr existieren dürften, aber aus irgendeinem Grund laufen die immer noch rum und greifen halt an. Es gibt Widerstandslager in dem Spiel, die auf der Erde drin sind, und wir müssen diese Viecher halt unterstützen. Also diese Leute. Und deswegen werden wir zur Erde geschickt. Weil die Leiterin des Widerstandslagers auch, glaube ich, Androiden, das sind auch keine Menschen, haben halt Dingsbums Unterstützung gefordert. Und ja, dann laufen halt auf der Erde rum, machen verschiedene Sachen und lernen die verschiedensten Leute kennen. Und ja, das ist sozusagen die Story von Nier Automata. Also nicht die Story, sondern die Situation. Ja, ich will ja jetzt nicht spoilern. So, also ein bisschen FPS-Einbrüche habe ich schon. Ja, wir können manchmal auch so coole Finisher machen, aber wie man die macht, habe ich noch nicht mitbekommen. Hier geht's weiter. Es ist sehr dunkel. Das ist aber auch ein Spiel so. Das bedeutet, ich sehe es genauso, wie ihr es gerade gesehen habt. Von hier sind wir lang gekommen. Die hat schon ein bisschen brutale Stöckelschuhe an. Ich muss sagen, schwierig. Also ich hätte andere, für den Androiden hätte ich andere Schuhe gewählt. Hier kommen wir rein, okay. Können wir woanders da lang? Nee, noch nicht. Können wir noch nicht, okay. Ja, der nennt sie die ganze Zeit Ma'am und die möchte das halt nicht. Und jetzt sagt er halt einfach nur To Be, aber irgendwie ist er ein bisschen förmlich. Die To Be ist halt eine Soldatin, macht ohne was alles ohne zu hinterfragen. Und der 9S ist halt eher so ein Typ, der auch mal ein bisschen ein paar Sachen hinterfragt. Und ja, wenn die beiden aufeinandertreffen, kann es halt schon mal sein, dass es ein bisschen interessant wird. Hier geht's lang. Wir können aber auch die Leiter hochklettern. Aber ich möchte natürlich so viele Feinde wie möglich mitnehmen. Und wir können uns eine Heilung hier mit dem Kreuz verwenden. Wir können auch springen. Aber irgendwie. Ne, ich will mal runter. Da gab es nämlich noch eine Kiste oder was zum Aufheben. Kupfererz. Meistens ist das nicht wirklich was. Meistens sind das nur so Kleinigkeiten. Die wir bekommen.
Aber aus diesen Kleinigkeiten können wir halt auch manchmal Sachen machen oder uns herstellen lassen. Und müssen auch manchmal... Also es sind noch nicht alle Wege frei. Beim zweiten Mal sieht das anders aus. Es ist ganz schön weitläufig hier. Vermutlich haben die Menschen sie als Waffenfabrik genutzt. Aber heute wimmelt es hier von Maschinen. Der Feind scheint die Einrichtung umfunktioniert zu haben, um seine Maschinenproduktion zu erhöhen. Wenn wir die Fabrik also nicht zerstören, kommen immer mehr. Jo, hier werden ganz viele Maschinen entwickelt. Die laufen automatisch, das bedeutet, wir müssen die Fabrik kaputt machen. Aber unser Auftrag ist es ja, hier einen Goliath zu klatschen. Oh, das ist gemein. Na gut. Nehmen wir mal eine kleine Erholung. Gold erhalten. Nice. Also wir können später dann mit dem Gold auch irgendwie Waren, Sachen kaufen. Upgrades und so ein Kram. Und ja, das kostet halt eine Menge. Ich bin noch am Springen. Ach, Mann. Bin echt entweder extrem... Also entweder extrem dumm gerade, weil ich es nicht so richtig checke. Oder... wie gesagt, die Steuerung fühlt sich aber auch so ein bisschen schwammig an. Als würde der Controller nicht schnell genug reagieren. Da muss ich mal gucken, ob das an den Treibern liegt, weil die Windows-Standard-Treiber halten sich auch so ein bisschen in Grenzen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich mache einfach mal das Level und guck mal, wie es bei euch ankommt. Und ja... Schlag müssen. Na komm! Ach, oh, jetzt aber! Ich sollte mehr ausweichen. Noch müssen wir den ganzen Scheiß manuell aufladen, aufsammeln. Nee, von da kamen wir ja. Geht's hier weiter. Lauf schneller, Tobi. Oder? Nee, doch, doch. Ich war schon am Anfang richtig. Ich hätte meinem Instinkt folgen sollen. Das war jetzt ein bisschen... Da habe ich mir selbst nicht getraut. Ich hatte so ein bisschen Ahnung, dass wir hier lang müssen. Na, hier wird Metall eingeschmolzen. Muss bestimmt ziemlich warm sein. Zum Glück haben wir nur ein Röckchen an. So. Ah, da liegt noch ein. Können wir liegen lassen oder können sie zerstören? Nur eine tote Maschine ist eine gute Maschine. Können wir eigentlich? Ne, können wir noch nicht. Okay. Man kann sich nämlich auch selbst zerstören und dann läuft die halt nackt rum. Dann hat die nämlich kein Kleid mehr an, sondern nur noch das, was sie drunter trägt.
Ist schon ein bisschen strange. Okay, da ist rot, da können wir noch nicht rein. Hier gibt es wahrscheinlich wieder ein paar. Ja. Kugelsichere Maschinen bei Feinden, okay. Das bedeutet, wir müssen die erstmal hier. Ja, das können wir auch machen. Die halten so eine gewisse Weise ein paar bisschen Damage ab. Oh, das war gemein. Na komm. Einheitsdaten wurden aktualisiert, okay. Ach Mann. Das mit den Fernangriffen haben die eigentlich ganz. Damit tun sie nicht. Vielleicht sollte ich nicht so viele. Sollte die nicht frontal angreifen. So, jetzt kommen wir hier weiter. Also wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal hier das, ich habe die ganze Fabrik untersucht, konnte aber nichts finden. Das Ziel muss hier irgendwo sein. Ich kenne das. Das ganze Fabrik ist das Ziel. Aber sehen wir gleich. Vögel. Du meinst die Vögel? Ja, hier sind mehr Pflanzen und Tiere als früher. Vermutlich, weil die Umwelt sich verändert hat. Okay. Jo. Wenn der Mensch die Umweltnetz in Zaum hält, holt sich die Natur das zurück, was ihr zusteht. So, jetzt soll ich mal gucken, kommen wir hier irgendwie. Nee, da kommen wir so nicht hin. Okay. Also vom Sprung her hätten wir es wahrscheinlich sogar hinkriegen können. Von der Weite her. So. Es ist ruhig. Zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Vor allem ist das sehr weitläufig. Aber wir müssen hier lang. Hinter dieser Brücke müsste sich noch eine Einrichtung befinden. Ist zwar ein ganz schöner Marsch, aber sollen wir mal nachsehen? Das sieht dem Kommandanten gar nicht ähnlich, einen falschen Ort zu nennen. Ich schätze, selbst die erhalten manchmal falsche Informationen. Hm. Da würde ich nicht drauf wetten. Oh je. Keine Rückmeldung der Langstreckenkommunikation, das bedeutet, die machen. Aua. Also, hier müssen wir erstmal ausweichen, bis die Dinger überhitzen. Halt aufpassen, weil es zwei sind! Nein! Ich kümmere mich erstmal um einen, dass der wegkommt. Alter Schwede! Also die haben die Brücke da zerstört, da kommen wir nicht mehr weiter.
Wenn wir ausweichen, wenn wir im richtigen Moment ausweichen. Dann, wie heißt es, kriegen wir so eine gewisse Weise so einen kleinen Unverwundbarkeitsmoment. Aber, ne. Muss der andere Arm. Ist jetzt hinüber, okay. Können das natürlich auch überspringen. Okay. Verteidigungsmechanismus 1 ist überstanden. Feindziel registriert. Yo. Naja, nicht die ganze Fabrik, aber ein großer Teil von der Fabrik ist... Alter Schwede, leck mich. Hallo. Warnung. Warning. Also ich habe einfach in dem Sinne nicht gewählt, weil bei einfach ist es halt immer Auto ausweichen, bevor wir getroffen werden. Das ist dann wirklich einfach. Hier kriegen wir halt fast keinen Damage mehr. Ich habe das mal probiert, aber das war echt... Okay, das ist der Feind. Der auf die Backen, okay. Na, die dunkelroten, den können wir nicht ausweichen. Kleine Erholung eingesetzt. Der hilft uns jetzt. Das ist das Ziel, ich werde es zerstören. Klar. Was wurde uns da aufgetragen? Wir können es doch gar nicht zerstören. Der Feind greift von unten an. Vorschlag, ausweichen. Achso, wir können nicht unendlich ausweichen, okay. Naja, ist noch das Tutorial, von daher... Ich bin noch ausgewichen. Weg hier, lauf. Schneller, renn, renn, lauf, Mädchen, lauf. Naja, mehr oder weniger Mädchen. Alter Schwede. Ich hatte jetzt, ich hacke mich jetzt ein. Der ist, kann so hacken. Im zweiten Run müssen wir 9S übernehmen. Und dann können wir diesen Hack-Modus benutzen. Der hat jetzt die Raketen umgelenkt, aber das hat jetzt auch nur temporär geholfen. Empfange Blackbox-Signal von 9S. Keine Reaktion auf Kommunikationsversuche. Sie folgt ihm jetzt. Der wird jetzt wieder wach. Und merkt, dass irgend so ein kleiner Flo auf ihn herumläuft. Lauf, lauf, lauf! Sende eine Unterstützungseinheit dahin. Kommunikation ist gestört. Das bedeutet, wir kommen hier nirgends hin.
So, gefällt mir gar nicht, dass der wach ist. So, ich müsste jetzt ziemlich schnell zum 9S, um dem mal zu helfen. Hat uns ja auch geholfen. Oh je, der sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Aber so sehen die aus. Das war gemein. Das ist richtig brutal. Also das Spiel kennt auch keinen hier gar nichts. Ich muss ihn reparieren. Spot, gib mir ein Stillungsskill und einen Schutz der Logik. Nicht ratsam. Die Lebenszeichen des Objekts sind zu schwach. Halt die Klappe, mach einfach, was ich sage. Die will dir nicht aufgeben. Tobi, mach einfach. Du hältst auch die Klappe. Wir sind Soldaten. Wir dienen mit Stolz. Und er gibt uns jetzt eine Flugeinheit. Befehl 9677 empfangen. Nutzungsrechte von 9S an Tobi übertragen. Er bitte über Bestätigung. Bitte. Gut, wir müssen es zu Ende bringen. Da brauchen wir aber stärkere Waffen, auf jeden Fall. Sonst sind wir mal ganz schnell im Arsch. Jo, man kann es auch übertreiben, finde ich. Ah. Töten. Töten, töten. Sie spricht. Ich wusste nicht, dass Maschinen diese Art von Intelligenz besitzen. Okay. Tobi, ich habe eine Schwachstelle im Ziel gefunden. Ich hecke mich ein, um Unterstützung zu liefern. Oh, er ist eigentlich total lieb, der Kerl. Die Steuerung am Oberarm des Feindes. Ja. Der gibt uns jetzt einen Arm. Benutze deinen Pot. Solltest du ihn übernehmen. Ich habe gesagt, du sollst die Klappe halten. Also ziemliche Bestimmungsdame. Jo. Markiere die Schwachstelle, okay. Gut, der hat uns jetzt irgendwas markiert. Übernehmen die Steuerungssysteme. Ah, wir haben ihm jetzt den Arm abgerissen. Gleichgewichtssteuerung bestätigt. Umwerfende Feinde, okay. Aber wir können ihn jetzt mit seinem eigenen Arm ordentlich eindengeln. Und das sieht dann schon ganz anders aus. Ich glaube, der ist auch langsam hinüber. Würdest du jetzt? Ja, super, das hat's jetzt vollgebracht. Ein Schwertstich ins Auge. Seid ihr alle aber ganz schön mitgenommen.
Jo. Angriff ist immer noch die beste Verteidigung, hm? To be. Kontaktiere Kommando, bitte Hilfe. Nein, es sieht nicht so aus, als ob das nötig sein wird. Ich würde sagen, doch. Na toll. Einer war schon schwierig genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ausgeht. Das sind ihre Blackboxen. Damit zerstören sie sich selbst. Die Blackbox ist bereit. Macht aber einen ultramassiven Damage. So eine Art Senboku. Glaube ich, dass das so ausgesprochen wird. Oder Seppuku, ich weiß es nicht ganz genau. Er bitte Zerstörung von Feinden via Blackbox-Reaktion. Anfrage akzeptiert. Tobi, es war mir eine Ehre, mit dir gemeinsam zu kämpfen. Wirklich. Die Ehre ist ganz meinerseits. Jo. So, das war Nier Automata. Unsere Protagonisten haben sich selbst gesprengt. Blöd gelaufen. Macht's gut. Nee, Quatsch. Wir sind jetzt in einem anderen Androiden. Na, da können wir noch nicht lang. Neustart. Triff dich erneut mit 9S. Also, Einsatz abgeschlossen. Die Goliaths wurden vernichtet. Wir haben die Route des feindlichen Territoriums gesichert. Jetzt können wir 9S. Ja. Danke. Dafür, dass du meine Daten in den Bunker hochgeladen hast. Habe ich das? Tut mir leid, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Die Bandbreite reichte dort unten nicht ganz, weißt du. Ich hatte vermutlich gerade genug Zeit, deine Erinnerungen zu sichern. Ah, meine Erinnerung reichte nur bis zu dem Punkt, an dem wir uns kennenlernten. Ich verstehe. Der Menschheit zur Ehre. Oder in Englisch, Glory to Mankind. Gut. Online-Funktion mit dem Internet verbinden. Ja, warum eigentlich nicht? Verbindung zum Netzwerk. Das bedeutet, wir können... Aua. Wir können... ich würde gerne speichern, dann kann ich nämlich auch die Aufnahme beenden. Ich muss jetzt nämlich auch bald los. Ja, war auf jeden Fall cool. Und ich hoffe, dass euch das so gefallen hat wie mir. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part. Und dann sehen wir auch noch ein bisschen was von der Geschichte. Das sehen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich auch nochmal. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, ist halt ganz cool, weil die Einstellungen kommen halt alle noch. Und ja, also bis dahin, hier, Leute, macht's gut. Ciao. Lasst ein Like da, Daumen nach oben. Wenn ihr meint, ja, das sieht ganz cool aus, macht das mal weiter oder so. Je nachdem, wie ihr wollt. Also dann, ciao.